Moin Leute, Timex hier. Ey! Oh mein Gott, hallo? Hallo, ich bin hier unten im Loch. Kann mich gar keiner hören. Jetzt bin ich verwundet in der Höhle. Revi? Oh, was war das? Hab ich überlebt? Tot? Run. Hallo? Hallo? Warum? Oh, bist du gestorben? Warum hast du mein Feld geerntet? Ich habe das vor vier Was Stunden ich? Angepflanzt und habe das so sehr mich drum gekümmert. What? Ich hab stundenlang dieses Feld gebaut. Und alle Samen gesammelt, überall. Ich habe dich komplett beim Klauen erwischt. Hier jetzt gerade, oder was? Ja, genau, das hier. Holst du dein Essen immer von hier? Wie? Hier, guck mal, wie viel hier angepflanzt ist. Hier sind ja tausend Dinger. Oha, was? Ach, die Teile, lol. Ja, die sind noch nicht mal, die sind noch nicht mal ausgewachsen. Die bringen noch nicht mal richtig viel Loot. Du hast sie alle zerstört. Hast du noch... Ich wusste das nicht. Ich habe einfach nur... Hast du noch... Alles, was auf dem Boden ist, sammeln. Und dann habe ich alles gesammelt, was auf dem Boden lag. Ja, okay. Kannst du die Samen wieder einfach einpflanzen? Dann muss ich noch ein bisschen länger warten. Kein Problem. Tut mir echt voll leid. War kein nee, ist kein Ding, ist kein Ding. Das ist einfach wieder reinpacken und dann passt das. Okay, danke. Schönen Tag noch. Okay, ciao. Tschö. Ich bin gestorben komplett. Mein Bein ist gebrochen. Mein Loot ist da. Ich bin gestorben da. Was? Ja, jetzt komm mit. Meine auch. Komm. Komm, komm. Ey, wie hieß sie nochmal, die ganze Zeit hier langläuft? Die hat mein komplettes Feld plündert. Digga, dieses dumme Jump'n'Run. Ich schaff das hier nicht. Ich bin zu schlecht. Aber wie komme ich viel zu meinem Loot? What the fuck? Wie machst du das? Wie lost? So gut? Das war first time. Guck mal, Max, ich wollte dich einfach retten und bin genauso verreckt. Wie scheiße. Ja, du bist genauso verreckt. Nein, 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 ey! Oh. Könnt ihr es doch mal runterfahren lassen, bitte? Hallo? Verklickt, ist ohne mich losgefahren. Tschüss. Ich lasse den Lift nicht wieder runterfahren. Mach mal auf, Chef Strobel. Mach auf. Ich kann Mach nicht die Tür öffnen. Auf, Chef Strobel. Geht nicht, ich kann es nicht öffnen. Max, du Wichser, was machst du hier? Guck mal, hier oben machen wir unser Blumenbeet. Komm mit. Ja, Bro, das ist eine Hütte aus Stroh. Ich weiß. Guck mal, geil, oder? Max, das ist eine Hütte aus Stroh. Ich muss nur noch Wasser holen, dann geht's ab. Stein sein oder Holz. Mach ich gleich. Ich bin ab erst angefangen. Hallo? Ich will mal die Props haben, wie krass das ist. Die ist jetzt schon geräumiger als unsere. Kannst du mir einen Bogen bauen, Revi? Ich mach dir keinen Bogen, du kriegst eine Nagelpistole. Ist geiler. Echt? Okay. Ist wirklich geiler? Ja, ist gut. Okay. Okay. Und dann farmen wir jetzt jeden weg, okay? Auch Noobs. Ach so, wir töten Menschen. Ja. Wir gehen in radioaktive Gebiete und holen Scrap. Wir müssen scrappen auf jeden Fall. Wir müssen eine Menge Scrap haben, sonst kommen wir nicht weiter. Wir müssen an der Straße langlaufen und alle, die wir sehen, wir checken kurz, wie die drauf sind. Dann machen wir so ultra viele Bob Feinde. Und die sind gerade... Bro, wir brauchen... Ist egal, ey Max, ich wurde auch überfallen. Wollen wir uns nicht lieber überall Fischernetze auswerfen und uns hier eine schöne Farm und Kürbisse anpflanzen? Nein, wir töten jetzt Leute. Reapers, bist du dabei? Ich ziehe jetzt bei Max zu Hause ein. Revi, weiter craften, ich schneller. Ich hab voll Farmen, ich hab voll Sachen gemacht. Guck mal, was ich habe. Max hier, ich hab einen Taucheranzug. Max, das ist Pistole geil. Für dich? Ja, Pistole. Und hier, so. Und Munition. Okay, mitkommen, Romatra, Max, alle mitkommen, kommt. Romatra kommt nicht. Wir gehen zur Straße und scrappen erstmal. Wir müssen, Jungs, zur Straße hin und Tonnen scrappen. Wir brauchen Tonnen. Und jeden, den wir sehen, wir gehen Richtung Tankstelle, wird über den Haufen geballert, okay? Da vorne sind Spieler. Das ist Revi, der drückt mir nix. Ey, was soll das? Wieso greifen die an? Das ist Amar. Amar, stopp! Der hat einen Hit. Amar, hallo? Wer redet? Amar, Amar, ich bin's! Amar! Ich pull... Amar, Amar! Amar! Das ist Stride. Hallo, ich hab nichts, ich hab Kürbis! Oh mein Gott. Chill. Ich dachte, ich kann mit Amar einfach weggetötet. Wie schlecht. Keine... Konnten die mich nicht hören? Ich hab Amar gehört, lauf da hin. Amar hat mich nicht getötet. So ist ja überwack. Da kann man ja mit Randoms spielen. Man muss abchecken, ob man sich verbündet oder nicht. Zeug ist weg. Das waren meine besten Sachen. Ich kann mich ja töten, aber man kann sich ja vorher noch kurz unterhalten. Sowas wie, yo, hast du Metall für uns? Nee. Und dann töten sie einen. Aber sofort, ohne Kommunikation, da hätte ich jetzt ja auch online spielen können gegen irgendwelche Spieler. Yo. Ey, bleib mal stehen. Geil, ich komme hier wieder runter. Reapers, hört ihr mich? Ja. Reapers, hört ihr mich? Ja. Die raiden gerade unsere ganze Base tot.
Ich höre Kevin. Hallo! Weg. Ich hab 11 HP, ich sterbe. Raus. Ich sterbe. Okay. Wie lange geht das jetzt? Wieso unterhält man sich nicht? Hören die mich nicht? Ich bin 40 Mal gestorben, ich bin dauertot, die ganze Zeit immer. Nope. Kann man sich. Okay. Ich dachte, das ist hier auch mit Interaktion zwischen anderen Streamern und YouTubern. Ihr habt nicht ansatzweise versucht, was im Fight zu reißen. Ja, weil es ist ja wack, wenn einfach alle, sobald sich jemand irgendein Spieler sieht, tötet man sich ohne zu reden. Dauerhaft. Und das jetzt eine Woche lang. Nee, das ist nicht wack. Dann ist das Projekt am ersten Tag tot. Man kann sich ja gegenseitig töten und raiden und Base übernehmen. Das auf jeden Fall. Aber komplett ohne Kommunikation. Kann mir ja auch nicht vorstellen, dass das bei den Amerikanern so war, als sie das gezockt haben. Ohne miteinander zu reden, dauerhaft alles töten. Hallo? Hallo, hört ihr mich? Hallo? Hallo, könnt ihr mich hören? Hallo? Ich kann auch ein bisschen Spaß haben. Hallo? Ey, Ruhe, Jungs. Komm rein. Alter. Hallo? Wer seid ihr? Ich bin jetzt 4,5 Stunden gestorben, unser Team hat sich aufgelöst und wir wurden 7-mal komplett weggeradet. Das haben wir schon gehört. Und nu? Wie gut seid ihr? Max, warum bist du in Unterhosen hier? Hast du Hunger? Nee, ich hab Kartoffeln unterwegs gefunden. Ist hier jetzt eure Base an der Straße? Ist das safe? Ja, wir haben Mini-SMG und so. Computer. Crazy. Chillig auf jeden Fall, mit Fenstern um allem. Aber wir sind nur zu dritt, Max. Wieso? Ihr seid nur zu dritt? Ja. Wer ist der Dritte? Das ist jemand, der hat 12.000 Stunden. Das ist der OP hier von uns. Dementsprechend geht uns auch gut. Das ist der OP hier von uns. Der mich vorhin sofort gekillt hat. Wir sind nur so gut wegen ihm. Als er mich mit dir unterhalten wollte. Ja, aber. Nee, das war ich gewesen. Lass nicht drüber reden, okay? Lass nicht drüber reden. Das ist nie passiert. Okay, gut. Ich bin ehrlich, ich dachte halt, okay, guck mal, du bist Trimax, du hast bestimmt krassen Loot, deswegen habe ich einfach geschossen, aber. Auf gar keinen Fall. Wir sind mit Abstand das schlechteste Team bei uns. Wir haben keinen Spieler, der sich mit Rust auskennt. Wir haben immer noch alles aus Holz irgendwie. Wir kommen nicht so richtig weiter. Und jetzt haben Caruso und Reaper sind off und Rumatra versucht es jetzt alleine. Und Revi, ich bin eigentlich auch alleine. Warte mal, du musst, also guck mal, du musst halt erstmal ein Ständchen singen, dann überlegen wir uns im dreisamen Rad, ob wir dich aufnehmen. Oh ja, okay. Ich möchte unbedingt anpflanzen für irgendein Team. Ich möchte richtig krass farmen. Ich hatte auch schon meine ganzen Anpflanzbänke und Wassereimer und alles. Das sieht hier aus, als könntet ihr einen ordentlichen Farmer, einen ordentlichen Gärtner gebrauchen. Das ist hier nicht richtig mit grünen Daumen bearbeitet worden. Da könnt ihr viel mehr Essen rausholen. Ich kann euch unendlich Essen machen. Das finde ich tatsächlich gut. Das ist ein Argument. Warte mal, Max. Wir müssen uns ganz kurz besprechen, ja? Okay, mach das. Das Ding ist, er hört uns da draußen. Das weißt du nicht. Nein. Max, geh mal bitte noch einen Schritt nach hinten. Okay. Oh, Alter, das ist ja ein übelster Sound. Okay, Teambesprechung. Wir müssen Teambesprechung. Warte, lass erstmal einen Raum. Wir müssen erstmal einen Raum. Das war die ganze Zeit mein Plan. Und mit dem Pferd kann ich zu Rumatra kommen. Als ob ich mich mit denen verbünde, die haben meinen Anzug geklaut. Die haben meinen Anzug getragen. Hallo? Hallo? Max, halt's Maul, du hast es hergeschafft. Ich hab's hergeschafft. Max, ich wurde von allen Teams mehrmals getötet. Das Problem ist nur, ich hatte gar nichts. Ja? Und dann habe ich Amars Team vorgeschlagen, yo, ihr tötet mich nicht mehr, ihr gebt mir Schutz und dafür baue ich für euch unendlich viel Essen an. Sie meinten, okay, sie müssen sich beraten, sie gehen kurz rein. Ich hab mir ein Pferd gestappt und bin abgehauen. Jetzt sind sie mega sauer und haben Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Der Mitspieler von Amar hat 1000 Stunden Spielzeit des Todes. Der wird uns komplett auseinandernehmen. Guck mal, wie findest du die Base? Die hab ich in 10 Minuten alleine gebaut. Ja, hab ich eben auch gemacht. Finde ich geil. Ultra, ist jetzt schon besser als unser alte. Ich muss jetzt Essen gehen holen. Ja, mach Geh das. Geh raus und mach die Tür hinter dir zu, okay? Ja. So komm ich nicht mehr raus, oder was? Rumatra? Hallo. Hallo, ich bin hier eingeschlossen. Ja, okay. Wer bist du? Hallo? Dein Herz? Ja, Rumatra hat mich hier eingeschlossen. Ich bin Herzvogel. Kannst du mich befreien? Bist du mit uns im Bündnis? Ich find's gerade so lustig. Ich bin komplett eingeschlossen. Er ist in deinem Team, oder was? Ja, genau. Er ist in deinem Team? Ich komme auch nicht mit dem. Ich kann auch mit dem Stein. Wo ist er denn? Probier's mit der Granate. Oh ja, ich geh weg von der Tür. Ja. Ah. Nee, kannst du knicken. Komm hier nicht raus. Deine Freunde kommen. Sehr gut. Hallo, wer war hier? Oh, Asmugel ist hier. Ich wollte ihm helfen, aber ging nicht. Egal. Ist jetzt gut, oder? Ich muss mal ganz kurz fragen, warum wurde er eingesperrt? Das war ein Versehen von Rumatra, das war ein bisschen Fail. Ich hab Schlüssel benutzt, aber ja. Achso, alle Schlüssel. Ey, Rumatra, hör zu, Rumatra, hörst du mich? Genau. Er wurde von Papa Platte geradet und auseinandergenommen und wir auch. Verstehst du das? Wo ist eure Base? Lass uns mal. Ja, wir verbünden uns jetzt. Das ist ein Ding. Wollen wir zusammen zu 10 dann Papa Platte töten? Ja. Wie viel seid ihr? Wir sind zu 6. Und wir haben nur noch ein Sturmgewehr und eine krasse Rüstung. Das war's. Aber wir haben 2 Leute sind schon offline und einer ist komplett beschissen und der andere sucht sich gerade ein neues Team. Also sind wir nur noch 2. Wie viel seid ihr? Wir sind 6.
Wir sind ganz oben links tatsächlich. Lass ein Bündnis machen, habe ich kein Problem mit. Finde ich chillig tatsächlich. Würde ich chillig finden. Wollen wir sogar richtig einen Step weitergehen und dass wir bei euch einziehen? Ich weiß, das ist jetzt schnell gefragt, wir kennen uns noch nicht so lange, aber ich kann unendlich Essen machen. Ich bin hier der Farmer. Wow, Alter. Ich hab so viele Samen und so viele Pflanzenbeete. Ich mache euch locker 500 Kartoffeln. Ihr müsst nie so wieder Essen machen. Ist das ein... Also ich finde, das ist ein Angebot. Und du, Martha, kann ganz gut an, auf jeden richtig Fall, ja, krasse Sachen machen. Ich check die einmal ab, ob die cool sind. Das ist der erste freundliche Mitspieler. Romatra, was sagst du? Ich bin dafür verbunden, aber ich will die Base hier bauen. Deine Base hat mir... Nee, lass die... Romatra, lass die Base da bauen. Lass die Base bei denen bauen. Komm. Max? Ja? Geh du mit denen, ich mach mit Romatra hier weiter. Wir fangen hier eine Base an und wir verbünden uns trotzdem, wir zwei, okay? Wir als Teams. Ja. Ey, wir holen meinen Verbündeten Chef Strobel, holen dann die Blumenbeete und fahren zu euch und machen die das allerstärkste Team überhaupt. Geil. Warte, ich heb dir vorher noch eine Waffe. Warte kurz. Komm mal kurz her. Nee, keine Waffe, du kannst mir noch gar nicht vertrauen. Oder hast du noch... Noch kannst du mir nicht vertrauen. Ach echt, ist das so? Jeden, den ich vertraut habe, hat mir sofort die Kehle durchgeschnitten, als ich kurz nicht hingeguckt habe. Gib mir erstmal keine Waffe lieber. Dann, komm. Dann machst du es doch anders hier. Komm ran hier. Okay, gut. Was hast Waffe du gibst du mir einfach später wieder. Ja, perfekt. Ist so ein Sperrdigi. Alright, jetzt müssen wir gleich Chef Strobel sehen. Der müsste, glaube ich, gleich kommen. Da vorne ist er. Chef Strobel! Chef Strobel! Keule! Chef Strobel, hörst du mich? Ja. Hey! Ja, es geht. Digga, was ist denn mit dir passiert, Mann? Ich versuche unsere Base zu verteidigen. Das kannst du knicken. Wir haben alles zurückgelassen. Ja. Hörst du mir zu? Das ist Asmugel. Der hat ein ziemlich starkes Team. Problem ist, die wurden auch von Papa Platte geraided. Wir haben uns jetzt mit denen zusammengetan. Das heißt, wir sind insgesamt 10 Spieler. Wir werden hier eine Base als Außenposten und deren Base als Mainposten nehmen und zu 10 uns verbünden und damit dann Papa Platte zerstören. Wir müssen 3 Teams zerstören. Also das erste, was uns zerstört, war das von Standardskill. Dann kam das von Amar und dann kam Papa Platte. Ich weiß. Das sind 3 Teams, die uns dauerhaft geraided haben. Aber zu 10 schaffen wir das. Wo möchtest du? Möchtest du hier beim Außenposten mithelfen oder möchtest du zur OP-geilen Base, wo alles krass ist? Nee, erstmal Außenposten. Okay, dann viel Spaß. Ich muss das Spiel erstmal lernen. Das glaubt. Wo gehst du? Mein Gott, sind wir schwach. Ja, ich gehe jetzt zu Asmugels Base. Ja, genau. Du hast gerade gegen 14 Spieler versucht, nackt unsere Base alleine zu verteidigen. Ja, davor habe ich mutig. Ich hatte einen Nailgun gehabt, aber ich wurde two-shotted. Okay, dann lass jetzt einfach zu deiner Base. Oh, wer ist ein Base, ist das hier? Wir können auch gerne gucken, wenn du willst. Das ist doch unsere Base. Was? Wie schlecht? Wir sind im Kreis geritten. What the fuck? Wohin müssen wir? Du bist vorgeritten. Hallo? Alles gut. Wie hast du dich verlaufen? Weiter. Sorry. Sicher, dass du eine Base hast? Du hast deine Basis nicht erkannt. Nee, das war alles. Ich hab dich auch zum ersten Mal gesehen, wie du voll aus. Ich war die ganze Zeit nur drin eingesperrt. Sicher, dass du eine Base hast? Oder reiten wir einfach nur quer durchs Land gerade? Ja, Digi, das ist alles gut. Hier ist unsere... Guck mal da. Genau. So, gehen wir mal zu Paul, mal kurz Hallo sagen. Moin! Moin, Paul! Ich hab dir mitgebracht. Wen hast du mitgebracht? Hallo, wir haben... Trimax! Wir haben ultra hart kassiert, unser Team hat sich aufgelöst. Wir haben nichts, wir haben das Game nicht gespielt. Ich kann nichts Besseres craften als einen Stock. Deswegen sind wir jetzt verbündet, weil wir wurden auch von Papa Platte überrannt, genauso wie ihr. Ja, genau, wir werden das jetzt zusammenschließen, sind dann zu 10 und machen dann Papa Platte fertig. Ja, nice, cool. Wir sind jetzt Verbündete. Das muss ich auch eine Gitarre, geil. Ganz kurz was. Kommt dein Clan. Carsten, Papa Platte. Sau strong. Wir wollen die Schweine töten. Es ist bald vorbei. La la la. Sau stark. Wie stark seid ihr als Team? Könnt ihr gut kämpfen alle? Habt ihr schon mal Rust gespielt? Wir haben schon Shotguns und alles. Geil. Ja, okay, dann... Du kriegst erstmal Trimax, du kriegst erstmal das hier, damit du dich hier nicht Alter, so sauber. Schlecht verteidigen kannst. Sehr gut. Habt ihr viele... Ich kann zwar nicht so gut kämpfen, aber ich bin ein sehr leidenschaftlicher Farmer. Oh ja, sowas tragt ihr hier in der Wüste, chillig. Währenddessen sind Revi, Rumatra und Chef Strobel dabei, unseren Außenposten weiterzubauen. Die sind auch noch bei uns im Team. Wie stark seid ihr denn? Seid ihr vielleicht schon stark genug, dass wir uns alle 10 equippen und in den Krieg ziehen? Sind wir dafür schon stark genug oder noch nicht? Nee, wir haben noch keine Schusswaffen. Ja, ohne Schusswaffen ist blöd. Das steht das ist ja cool hier drin. Ihr habt 4 Öfen. Da müsst ihr ja ziemlich krass sein. Ja, Mann. Wo ist denn hier der, wo ist denn euer Place? Gerne. Ach, hier habt ihr schon Blumenbeete. Ja, ist doch geil. Genau. Das sieht auch gut aus. Genau, und wenn du dich bewiesen hast, würde ich sagen, kannst du sogar deinen Schlafsack herholen. Dann kannst du hier schlafen, wenn du möchtest. Ja, das ist gut. Das müssten wir jetzt. Ihr habt leider Pflanzen mit sehr, sehr schlechten, mit sehr schlechter Genetik. Das ist euch bewusst, ja? Erzähl uns mal ein bisschen was davon, bitte. Da müsst ihr versuchen, ein paar Pflanzen zu. Die wachsen langsam und geben wenig Nahrung und wenig Ertrag. Ich kann euch das aber auf Vordermann bringen. Und? Sauber. Oh.
Hey, das sieht doch langsam nach was aus. Alter, Max! Hey! Ich hab's geschafft. Und? Wie sieht's aus? Ich habe ein unglaublich großes Beet für die gemacht. Ich habe jetzt gerade noch 50 Liter in den Kanistern. Ey. Ja? Ey, wieso fährst du hier einfach runter, du Assi? Du Assi! Du hast doch gesehen, dass ich mit dem Pferd bin. Kommst du da nicht? Ich hab's geschafft, ja. Du musst aufpassen, die Pferde backen sonst manchmal fest. Das war zu lost von dir, Romatra. Ich weiß nicht, warum du so schlecht spielst. Man kann in diesem Bereich keine Leichen looten. Verstehst du das? Ist meine Leiche da noch? Oh, das sind jetzt Pakete. Aber ich kann sie. Die liegen hier. Loote sie bitte, loote sie. Geht nicht. Ich kann nicht E drücken. Sie doch mit. Warum, geht warum? Nicht! Drück E. Warum? Geht nicht! Mein Gott, du bist so dumm! Ich geh jetzt. Zu dumm. Nee, nicht. Ich drück E und es passiert nichts. Ey, ich bin zu pissed. Ich bin zu pissed, wenn ich das nicht zurückbekomme. Ich bin extrem pissed, weil der Ich sage dir, es geht nicht und du ignorierst es. Daraufhin gehe ich weg. Das warum ist E, hörst du's? Das ist meine E-Taste. Ja, ich höre es. Und warum kannst du es nicht looten? Warum geht's nicht? Da passiert nichts. Es ist so, als würde ich nicht drücken. Nun gehe ich weg. Ich brauche was zu trinken. Ich hab nur noch 29. Du bist genau richtig bei mir. Weißt du warum? Ich hab 50 Liter Wasser. Ich war gerade auf der großen Wasserholtour. Ich brauch nur einen Liter. Nur ein bisschen, damit ich weiterlaufen kann. Ich droppe dir hier mal einen dicken Kanister. Rechtsklick ist ausschütten, das darfst du nicht. Also Linksklick. Ich weiß es gerade nicht. Und, hat sie das Wasser gegeben? Ich hab dich mit Wasser vollgekippt. Das ist mir auch schon passiert. Ich hab Linksklick gedrückt. Wir haben kein Wasser mehr. Uiuiui. Was machen wir jetzt? Oder du kommst mit zum See. Ich mach das wieder gut. Ja, okay. Ey, kein Problem. Ich bin eh auf dem Weg zum See. Kannst du mir den Kanister wiedergeben? Dann fülle ich den wieder voll. Ey, das tut mir gerade echt leid. Ey, mir ist genau das gleiche passiert. Ist das da hinten dein Pferd? Nee, das ist nicht mein Pferd. Da ist ein Bär, da ist jemand gestorben. Pass auf. Der hat eine Shotgun auf dem Rücken. Lauf mal hinterher. Was für ein Psycho, der läuft mir hinterher. Au, scheiße, was soll das? Ach, das sind Kakteen. Der läuft mir einfach hinterher. War doch safe, eine Falle. Der hat eine Shotgun in der Hand. Einfach eine Shotgun in der Hand. So, da bin ich wieder. Ja moin, Alter. Wo warst du denn? Ich bin, eure Wüste ist zwar stark, aber hier wachsen keine Kürbisse, zumindest keine Samen. Ich habe Mais und Kürbissamen unendlich viel geholt und 50 Liter Wasser. Ich wurde von einem obdachlosen Psycho unterwegs entdeckt. Der hatte eine Shotgun auf dem Rücken und war nackt. Der war mir irgendwie nicht ganz koscher. Aufpassen, der läuft hier rum auf den Straßen, ja? So, Plan von mir und Romatra uns am See anzusiedeln, direkt neben euch quasi, also halt zwei Felder weiter links. Hey! Hey! Holy shit, du bist schnell unterwegs. Oh, ey, Trimax! Du hast das Wasser gefunden! Ich habe herausgefunden, wie man... Ja, ich hab wieder was gut zu machen. Das ist halt hier krass. Ja, nur weil ich eine große Waffe habe, heißt das nicht, dass ich hier Leuten was antun möchte. Die ist aber echt riesig, die Waffe. Das ist die größte Waffe, die ich in Rust je gesehen habe. Ich meine, wir sind hier irgendwo in der Butnik, ne? Und da können irgendwelche Viecher kommen oder halt auch Leute, aber... Ich wurde 1000-mal getötet. Ich wurde 40-mal schon getötet. Jeder tötet mich immer. Ach so. Ja, warte. Pass auf, Trimax. Du hast mir was Gutes getan? Was? Die Shotgun? Ich hab dir was Gutes getan. Ja, du kannst sie behalten. Alright. Eine Shotgun? Echt? Ich komm mit einem Steinblock klar. Ja. Alter, warte, was? Danke. Dazu. Da müssen die Bullets dafür sein. Aber sei vorsichtig mit dem Ding. Ja, safe. Holy shit. Also wenn du auf Close gegen Kopf schießt, kannst ja mal in die Luft schießen, dann instant tot. Ach du meine Güte. Ey, ich will keinen Schuss verschwenden. Okay. Hier, Revi, hier kannst du hinbauen. Hier. Hier bau ein richtig geiles Haus. Ich hab bisher alle, die ich in der Wüste getroffen haben, waren friedlich. Keiner, guck mal, der eine hat mir sogar eine doppelläufige Extrem-Shotgun geschenkt. Oha. What the fuck? Bauen wir hier dann so ein richtig fettes Dorf? Ja, hier kommen wir machen. Hier. In der Wüste sind alle friedlich. Hey, ich bin hier fest. What the fuck? Ich dachte, da kann ich dazwischen durch. Ich dachte, das wäre nur gegen Pferde. Holy shit, ich hab nur 8 Leben. Alter, ihr seht richtig gefährlich aus, sauber. Soll ich euch mal zeigen, wo Revi, Reapers, Rumatra, ich und Fabo bauen? Das ist hier direkt nebenan. Ihr baut direkt am Wasser, oder nicht? Ja, genau, wenn man von euch zum Wasser geht, da sind wir. Ja. Schreibt mal vor und sagt, Digga, da kommen welche hinter mir. Ja, okay. Ja, genau, mach mal. Ja, mach ich. Scheinlich zu mal so, als ob wir jetzt angreifen. Mach ich. Okay, das mach ich. Aber müsst ihr ihn auch vorladen. Ja. Romatra, Hilfe! Hilfe! Romatra, Revi!
Rumatra, Rumatra! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Rumatra, schieß, schieß! Rumatra! Ich hab keine Waffe! Hilfe, Rumatra, die kommt zu zehnt! Wie meinst du es weg? Das ist nicht deine Shotgun? Digga, es geht nicht weg! Pabo. Rumatra! Pabo. Hilfe! Komm rein, schnell. Komm rein, komm rein. Fein! Es geht nicht weg! Ah, nimm das! Schüttlich, Bro. Ah! Stimmt. Oh Mann! Rumatra, du musst mir helfen! Ah. Rumatra, mach die Tür auf! Rumatra, Alter, du Assi, du hast mich einfach ausgeschlossen. Du machst die Tür vor meinen Augen zu. Er hätte mich sterben lassen. Du hättest mich einfach sterben lassen. Ich hab sterben lassen. Ich hab 10-mal neu angefangen. Ich wollte auf gar keinen Fall nochmal. Das ist die Armee, mit der werden wir morgen Papa Platte über den Haufen fahren. Revi, komm mal raus! Revi! Nein. Reapers, versammeln! Reapers, herkommen! Das ist unsere Armee, Reapers! Machst du jetzt hier die Ansagen, oder was? Mit denen werden wir morgen sie alle töten! Ja, ey, wir sind eine todessolide Crew, das schaffen wir! Wir wurden alle von Kevin getötet und jetzt gibt's die Rache! Ich hab mehr mit meinem eigenen Team! Das ist gut, die hab ich ja auch schon. Ich hab die Waffe, komm her! Rumatra, mach mal auf! Ich kann auch eine Shotgun craften, ich brauch die nicht! Ja, mach mal! Digga, ich hab für dich die Munition schon! Hm, warum machst du das? Oh nein, ich habe ihn direkt umgebracht! Oh, der ist direkt tot, das wusste ich nicht! Stopp! Max, heb mich auf! Revi, das, warum machst du das? Oder ich werde mein Ziel... Mann, ich dachte, er ist knocked, heb mich kurz auf! Hallo? Zieh mich kurz hoch, Max, bitte! Zieh mich kurz hoch! Zieh mich hoch, Max, sonst geht das T4 hoch! Warum machst du das, Revi? Sorry, Rumatra! Es war ein Joke! Hier werden keine Jokes gemacht. Mach die Tür auf! Ich hab fast gelacht. Nein, oh, das ist ja so ein toller Joke. Ja, dann schmeiß ich jetzt C4 auf deine Base. Ich schmeiß noch C4 auf deine Base. Joke. Wie fandst du den Joke? Ich töte ihn noch ein paar Mal mehr. Wow, wow. Revi, das war richtig scheiße, Revi. Revi, das war richtig scheiße. Ich dachte, er ist genockt, okay? Ich dachte, er ist genockt. Und ihr müsst mich nicht zweimal killen mit Respawn und allem drum und dran. Das ist komplett unnötig, wirklich. Junge, komm. Oh Gott. Ich brauch das Essen. Ich hab unglaublich Hunger. Hat der Atromatra ihn getötet? Ja. Ach, das hab ich gar nicht gecheckt. Holy shit. Okay, lass mal meinen TC treffen gleich, okay? Der Server geht jetzt auf. Echt? Jetzt ist. Nein, noch nicht, oder? Ich hab noch keinen Schlafsack. Mach mir einen Schlafsack. Doch, der Server geht jetzt auf. So, okay, wir sind fertig. Erster Tag Rust. 8 Stunden haben wir gezockt. Ich weiß nicht, wie viele Aufnahmen davon auf YouTube landen direkt. Ich hab keine Ahnung vom Game. Ich kann so oft getötet werden, wie man möchte, aber dass man ein bisschen vorher redet. Du läufst eine halbe Stunde durch den Wald, vor Bären weg, läufst den Spieler, kannst mit dem allerersten YouTuber aus Rüber kommunizieren, kriegst direkt einen Headshot und liegst wieder und kannst eine halbe Stunde wieder durch den Wald rennen. Also wenigstens einen Satz, irgendwas hätte ich mir da gewünscht. Das war ja wirklich abgeschlachtet ohne. Also, weißt du, wenn da nackter Typ auf dich zugelaufen kommt, muss ich schon sagen. Muss ich schon sagen.